Zeig mal her. Vorgang nicht gestattet. Sevastopol, hier spricht Weyland-Yutani-Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Mhm. Den zu treffen sollte sehr aufschlussreich werden. Sonst ist hier nichts. Okay, raus, raus. Komm schon. Revolvermunition. Sehr gut. Ist das ein ganzes Magazin oder ist das nur ein Schuss? Was? Ich kann nicht nachladen. Achso, ich habe sie mitgenommen. Nee. R war alles aufnehmen. Okay. Es ist nur ein Schuss. Diese eine Kugel im Revolver ist auch eher deprimierend und legt eher andere Dinge nahe, als jemand anders zu töten. Aber so wollen wir nicht denken, nicht wahr, Ripley? Wir schaffen das. So. Stellen wir uns mal in die Mitte und gucken. Remove. Was? Ah? Ich kann mich hier drunter verstecken. Stell dich hin. Bewegen Sie die markierte Ventile mit Tastenbewegen. Bestätigen Sie mit Eingabe. Achso, okay. Was genau? Ich weiß nicht, an welcher Stelle Sie stehen müssen, aber ich markiere Sie einfach mal so. Notfallüberbrückung. Drücken Sie die passenden Tasten bewegen, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Welche? Oben, Mitte, unten? Ja, anscheinend. Was ist Mitte? Es wäre sehr schön, wenn die Tooltips auch auf 1080p angezeigt werden würden und nicht nur bei niedrigeren Auflösungen. Und wenn die Besatzung besser wäre. Bewegen Sie, möchte ich die Ventile mit Taste bewegen? Bestätigen Sie die Eingabe, okay. Gib mir deine Markierungen. Klick. Klick, klick. Klick. Notfallüberbrückung. Samuels, Sie leben! Ripley hier! Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Warum schreit sie das denn überall hier? Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Oh. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Siegsen-Mitarbeiter. Nee. Wir kümmern uns nicht um Sie. Scheiße. Oh, nicht gut. Nicht der beste Ort, um sie zu verstecken, denke ich.
Und vor allem, die werden jetzt anfangen zu suchen. Und dann werden sie nachher noch alle Spinde durchgehen. Das war eine nachvollziehbare erste Reaktion, würde ich sagen. Warten wir mal ganz kurz. Dramatische Musik, ja. Bewegung bei der Tür, nein. Kann ich hier meinen Scanner benutzen? Ah! Was zur Hölle? Könntest du... Das Spiel ist dezent verbuggt. Das, wie soll ich damit jetzt umgehen? Kann ich dich ehen? Tun wir mal so, als wenn er tot wäre. Das Problem ist nur, dass er nicht weiß, dass er tot ist und eventuell gleich auf die Meinung kommt, ach, da ist ja so ein Mensch, bringen wir den mal um. Mal gucken. Klettern, jo. Da. Von einem zum Schacht den nächsten. Ja, warum nicht? Genau, hier ist der Einwegweg, der kein Weg ist. Da hoch. Auch wenn ich mir jetzt nicht wirklich sicher bin, ob ich den richtigen Weg gehe. Das schaut gut aus. War eine Sackgasse. Ja. Also ich weiß nicht, ob es okay ist, jetzt zu speichern wegen dem verbuggten Hiwi da. Ich hoffe mal das Beste. Sind wir da, wo wir angefangen haben, oder? Drück mal. Ja, das sieht so ziemlich aus, wie das, wo wir angefangen haben mit dem Rundlauf hier. Okay, wo geht's dann noch lang? Geht's nicht raus, geht's nicht raus. Viel zu viele Fensterscheiben, wo man durchgucken kann. Hier. Also wenn ich da wieder hingehe, glaube ich... Was? Was für eine Unterbrechung? Irgendwas? Oh nein. Okay, also ich gehe jetzt gerade wieder zu dem Bereich, wo die zwei Hiwis in der Mitte standen. Ich höre einen Hiwi. Ich sehe einen Hiwi. Steht mit dem Rücken zu uns. Und er kommt. Nicht besonders viel Platz zum Verstecken. Ich gehe da bestimmt nicht rein. Dann weiß ich wieder nicht, wann er vorbeiläuft und so. Ich bleib hier stehen. Wenn er kommt, dann haue ich ihm einen über. Und rühre ich ganz schnell und dann hoffe ich, dass es passt. Im Idealfall kommt er aber gar nicht erst hier runter. Hören tue ich nichts. Da ist eine Bewegung. Aber er ist weit weg. Okay, also er kommt nicht hier runter.
Da sehe ich ihn ganz schimmernd. Da vorne. Kommt näher, kommt näher, kommt näher. Geht zur Tür. Okay, er kommt nicht näher. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Dann kann ich links rum vorbeihuschen. Starrst du gerade auf die offene Tür? Versuchst rauszufinden, was es mit der offenen Tür auf sich hat. Ne, geh wieder weg. Okay. Weg, 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 weg. Wir müssen aber eigentlich dahin, wo er gerade steht. Das macht das Ganze ein wenig schwierig. Mist. Geht's hier lang? Oh, ich bin schon wieder da, wo ich angefangen habe. Ja. Okay. Was war das gerade? So, Karte aktualisieren. Ja, wir haben keine Karte. Die gibt es hier nicht. Also, es scheint aus diesem Bereich einen Ausgang zu geben. Und da steht der Typ. Das heißt, wir müssen irgendwo Luftschächte finden, um ihn rumzugehen. Ich müsste jetzt eigentlich warten, bis er einmal... Geht's da runter? Wahrscheinlich nicht. Ich müsste eigentlich jetzt einmal warten, bis er in unsere Richtung geht und dann wieder zurückgeht. Da hinten ist er ja... Oh. I see you. Ich glaube, du hast mich auch gerade gesehen. Ja, okay. Bist du schnell? Nein, du bist nicht schnell. Ich kann hier allerdings... Lauf! Das ist auch gut zu wissen, dass die Schweine langsam sind. Ja, ja, ja. Oh, nein. Komm her, wir machen Tom und Jerry. Wo bist du, Blinkerauge? Da bist du, Blinkerauge. Komm her. Ja, ja, ist mir egal, ob es ein Sicherheitsverstoß ist. Ich kann schneller laufen als du, also habe ich recht. Lauf. Lauf. Ja. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich laufe nicht wirklich richtig. Er könnte mir jetzt den Weg abschneiden, rechts von uns. Tut er aber nicht. Okay, jetzt muss ich mich verstecken. Ah! Nicht jetzt verstecken. Lauf. Dies ist die Kommunikationszentrale. Wo? Nein, 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 nein. Lappen. Und tot. Ja. Wir haben gelernt, sie sind langsam. Man könnte theoretisch auch um sie rumlaufen, von ihnen weglaufen. Das Problem eben gerade war nur, dass ich E gedrückt habe bei dem Vent und wir sind nicht reingekrabbelt. Und dass zwei recht nah beieinander standen. Aber das sollte zu machen sein.